Ja, guten Morgen, Freunde. Egal wie viele Stunden Stress pur war, es ist schön anzukommen und wir sind in Las Vegas angekommen. Ja, wir sind hier im Rio. Ist ein bisschen außerhalb, also hier ist der Strip. Und da seht ihr auch das Caesars Palace. Von der anderen Seite hat man dann noch besseren Ausblick. Aussicht, Ausblick. Und genau, wir sind hier mitten in der Wüste in Nevada. Und ja, ist auch Natur. Ich meine, es muss ja nicht alles grün sein, dass das Natur ist. Was man hier sofort merkt, Freunde, dieser Wandel hat schon wahrscheinlich länger begonnen. Aber wir haben jetzt erst festgestellt, weil wir 4 Jahre, ich zumindest, in Alanya, in meiner Umgebung gelebt habe, was ich auch all die Jahre geträumt habe. Jetzt stellt euch vor, ein 07er Wasser, $6 im Hotel, aber auch alles andere, was wir angefasst haben, ist sehr, sehr teuer. Das ist das Erste, was uns auffällt. Also hier von einer bekannten Marke sind die Cafés ja sowieso immer ein bisschen teurer, aber das war jetzt erstmal wichtig, weil wir weder Wasser hatten noch irgendwas zum Trinken hatten. Und insgesamt habe ich jetzt $21 für die 3 Sachen gezahlt. Also dafür hat man früher gefrühstückt und das nicht madig. Und die Leute jetzt, das ist gut, dass wir das erleben, die Leute, die Alanya verlassen haben, weil ein Wasser mittlerweile 3 Lira kostet. 3 Lira, Freunde. 3 Lira ist 30 meinst du, nicht 3, oder? Nee. Ja? Ja, im Kiosk kostet halbe Liter Wasser 3 Lira, Jenny. Ach, krass, ja, stimmt. Und jetzt $6 oder 3 Lira. Ich meine, $1 entspricht zurzeit 27 Lira. Dann könnt ihr mal rechnen. Also Türkei nach wie vor zum Leben günstig. Ja, auch selbst hier in den Hotelzimmern. Also die Zimmer sind sehr groß hier. Also kann man auch hier mal gucken. Immer Doppelbetten? Ja, aber in die Jahre gekommen. In die Jahre gekommen und keine Verpflegung, also weder so Kaffeepulver noch ein Wasser noch sonst irgendwas. Kein Duschgel im Bad und so weiter. Ach doch, das war schon da. Shampoo und Bodylotion war schon da, aber so ganz klein, ja. Naja, ja, wir schauen mal, was uns heute der Tag so bringt und nehmen euch da mal ein bisschen. Genau, wir wollten ja eigentlich wegen der Natur, wir werden den Staudamm anschauen und die Canyons sind, was uns interessiert, und da nehmen ja auch einige Kosten auf uns zu. Ansonsten werden wir natürlich diese Hotspots nicht vermeiden können, weil alle Menschen wegen diesen Hotspots herkommen. Ich finde auch, wenn man einmal da ist, dann muss man das auch mal gesehen haben und sich das auch mal reinziehen, dass man dann sagen kann, Mensch, ich war da, aber schön ist, dass man wieder draußen ist. Du, es ist schön, wir haben unten gesehen, dass Menschen dieses Hotel gar nicht verlassen. Die essen, trinken, spielen, duschen, schwimmen, trainieren hier. Es ist wie eine Stadt in eine Stadt. Und komischerweise machen sich die Leute keine Gedanken. Ich meine, vorhin hat ein Obdachloser 6 Wasserflaschen gekauft, pro Stück $6. Während wir 5-mal überlegt haben, eine Wasserflasche zu kaufen. Nicht, weil wir geizig sind, sondern weil wir anders gewöhnt sind. So, und jetzt, lass dir schmecken, dein $6 Kaffee. Ja, schmeckt hoffentlich ein bisschen extravagant. Ja, vielleicht ist da ja Gold drin oder so. Nehmt uns nicht übel, dass wir die Marke ein bisschen Geld in den Arsch geschoben haben, aber es war nicht anders möglich. Ja, schauen wir mal, was heute noch so kommen wird. So, unser erstes Restaurant hier, und das ist mal eine Portionsgröße für echte Männer mit einem Bärenhunger. Wir sind hier im Black Bear Restaurant und ja, aber schmeckt gut, ne? Sehr gut, ne? Ja, und passt mal auf, was sich der Ercan gleich noch bestellt hat. Ja, Ercan hat sich einen richtig krassen Burger geholt und geil. Lass es dir schmecken. Die erste Portion hier in Las Vegas. Wir werden auch hier nicht foodbloggen oder so, aber das musste mal gezeigt werden. Hau nein!
Ja, Leute, wir sind hier am Hoover-Damm. Da ist Wasser. Ja, und es ist so windig. Ich habe leider mein Mikrofon nicht dabei, aber wir zeigen euch so ein bisschen was. Und wir haben hier eine enorme Hitze. Der Hund hat sogar hier Schuhe an. Also sehr, sehr imposant. Wunderwerk, oder? Würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also was da an Arbeit dahinter steht, genau. Ist schon... Und bei der Hitze noch. Es ist wirklich sehr warm. Ich glaube, es sind ungefähr 40 Grad, aber es ist eine trockene Hitze. Genau. Die Felsen drumherum schauen aus, wie wenn es künstlich wäre. Und hinten sieht man eigentlich, wo weiß war, war Wasser bis da hoch. Ich denke, so 10 bis 15 Meter Wasserverlust. Ich glaube, wenn man zu verschiedenen Aussichtspunkten möchte, muss man mit Folgendem rechnen. Das ist die Realität. Schaut aber trotzdem schön aus.